wir wollen gemeinsam mit unserem Partner, dem Deutschen Bergbund, den Bebauungsvorschlag vorstellen. Ein Plan, der aus ihren Anregungen und aus ihren Ideen in den Werkstattverfahren entstanden ist. Und dieser Abtort hat insgesamt drei Bestandteile. Beginnen wird der Stadtbaurat der Stadt Dorf, Klaus Kranz. Er wird den Plan im Zusammenhang vorstellen und vorstellen, wie er sich in die Umgebung einfühlt. Dann übernimmt Professor Roland Günther, der Vorsitzende des Deutschen Werkbundes, er nimmt uns sozusagen an die Hand und wird uns, wenn man so will, auf einen virtuellen Rundgang durch das Gelände mitnehmen. Und dann der dritte Teil des Abends, der ist dann wieder Ihnen vorbehalten. Wir freuen uns auf Ihre Fragen, auf Ihre Anregungen, auf Ihre Ideen zu dem, was wir Ihnen jetzt vorstellen wollen. Beginnen wird sich als gesagte Stadtbaurat Klaus. Meine Damen und Herren, ich freue mich, dass so viele gekommen sind. Und ich darf Sie ebenfalls ganz, ganz herzlich gemeinsam mit dem Professor Günther hier wiederum in der Reichswaldkaserne begrüßen. Wir möchten Ihnen heute das Produkt, was aus Ihren Anregungen an Ihren Vorschlägen, aus Ihren vielen, vielen Ideen letztendlich entstanden ist. Wir haben inzwischen einen Bebauungsvorschlag gemeinsam erarbeitet und den möchten wir heute vorstellen und möchten ihn hier zur Diskussion stellen. Wir haben mit der Bezirksregierung eine Lösung herbeigefunden, wo wir eben dieses gesamte Gelände als Wohnbaufläche darstellen können, aber im Detail verpflichtet sind, einen mindestens 20%igen Anteil an Grünflächen darzustellen. Das sind die Vorgaben. Und es ist natürlich der Ringschluss, der schon seit über 20 oder 30 Jahren uns beschäftigt. Mit den Teilen, noch länger, weiß ich nicht. Aber das sind die drei Elemente und insofern haben wir eine sehr komfortable Situation. Wir können nämlich sehr, sehr flexibel unsere Ideen, Ihre Ideen, die Ideen des Landbundes hier verwirklichen. Und wir haben ja eine ganze Reihe von Ideen gehabt, die das menschliche Miteinander berührt haben, die soziale Struktur in einem solchen Gebiet, etwas, was man ja, als Stadtplaner nicht unbedingt planen kann, was man wohl annehmen kann, wo man die entsprechenden Voraussetzungen dafür schaffen kann. Menschen, die von ihrem Arbeitsplatz kommen, die nach Hause kommen, die sich dort wohlfühlen wollen, die eine angenehme Umgebung haben wollen, die dort gut leben wollen und die teilweise auch ihre Ruhe haben wollen, aber wie gesagt, nicht alle, die anderen möchten gerne eben auch gerne das ein oder andere festmachen. Aber wie gesagt, das sind zwei sehr wichtige und sehr große Komplexe gewesen, auch dem möchten wir gerne Rechnung tragen und wie gesagt, das ist das Ergebnis. Das ist auch zunächst schlicht und einfach eine technische Notwendigkeit gewesen. Wir müssen nämlich aus diesem gesamten Gebiet das Regenwasser irgendwo hinbringen und von daher war es notwendig, ein Auffangbecken zu schaffen, wo wir das Regenwasser sammeln und auch versickern lassen können. Und als dieser Gedanke erst in der Welt war, haben wir gedacht, aus so einem Wasserbecken kann man viel, viel mehr machen. Und dieses Wasserbecken, sage ich jetzt einfach mal so in Anführungsstrichen, ist eigentlich zu dem zentralen Element geworden in diesem gesamten neuen Gebiet. Eine große Fläche, die wir haben sehr stark differenziert. Wir haben uns schlagen vor, einen Bereich mit einer etwas städtischeren Bebauung, wo mehr Familienhäuser entstehen können, wo auch mehr Generationenhäuser entstehen können. Was auch in einem solchen Block zum Beispiel passieren könnte, das können nur Einhäuser sein, das können ebenfalls mehr Generationen sein, die zusammenleben, die eben in einer solchen geschlossenen Einheit zusammenkommen. Es sind dabei Bereiche, die Einhäuser sein können. Wir haben Bereiche, wo wir Einfamilienhäuser haben. Und das Ganze immer wiederum so, dass immer für sich stehende Einheiten entstehen, Einheiten, die ja eben dieses Zusammenleben in einer solchen Gruppe, die möglicherweise um einen solchen Platz herum wohnen oder die hier in einem solchen Viertel sich zusammenfinden oder so etwas, die einfach sich dann gemeinsam finden, die dann eben sich auch entsprechend austauschen können und eben diese sozialen Kontakte pflegen können, die wir eben auch angesprochen haben.
durch sehr viel Grün. Ich sagte eben schon, wir haben die Auflage, es müssen mindestens 20% Grün dabei sein, wobei zu den Grünen gezählt auch, zeigt auch hier die blaue Fläche. Das heißt also, die Wasserfläche ist dort mit eingerechnet. Aber Sie sehen, dass wir hier einen sehr hohen Grünanteil haben. Dieses hohe Grünanteil, dass wir eine Lösung hinbekommen haben, die meines Erachtens ganz, ganz wichtig ist und eine gute Lösung darstellt für diejenigen, die dort wohnen wollen und die dort sich bewegen wollen. Wir haben es nämlich geschafft, dass wir weitgehend die Fuß- und Radwege mit Rennen bekommen haben von den Straßen. Die Straßen sind hier in Weiß dargestellt und diese Fuß- und Radwege sind in Gelb dargestellt. Das heißt, der Fußgänger, der Radfahrer kann völlig ungestört vom Auto sich durch das Gebiet bewegen und hat immer seinen Weg und kann relativ gefahrlos aus diesem Gebiet, das werden wir gleich auch nochmal sehen, bis in die Stadtmitte hineinkommen und hat eben immer wieder seine eigenen Wege. Im Grunde genommen ein Prinzip, was wir auch in vielen Bereichen der Stadt haben, diese Backlisten, die dann quer durch die Wohngebiete gehen, immer wieder diese 3 Meter breiten Wohnwege oder Radwege, sowas in dieser Art bestimmt also durchaus dieses Gebiet. Und es ist etwas, was den Grundstückcharakter sicherlich erheblich erhöht. Das Grün zieht sich durch das gesamte Gebiet. Es kommt hier aus dem Stadtgebiet heraus. Wir kommen auf dieses Seengebiet und es öffnet sich dann wieder nach oben hin in die freie Landschaft, nach Norden. Und wir haben immer wieder breite Grünstreifen, die sich durch das Gelände ziehen. Immer wieder diese Grünstreifen oder Grünbereiche, die eine solche Einheit kapseln und ein wenig abtrennen von der nächsten Einheit. Und wir haben die Zuführung aus dem Stadtgebiet über diese Grünzüge tatsächlich gestaltet. In diesem Plan mit berücksichtigt, das ist Vorgabe gewesen. Wir haben auch inzwischen weitergehende Überlegungen in diesem Ringschluss zusammen den Bahnübergang an der Kalkerer Straße zu schließen. Dieses bringt natürlich eine Situation, die insgesamt eine ganz spannende Entwicklung für diesen gesamten Bereich ermöglicht, denn durch die Schließung des Bahnübergangs an der Kalkerer Straße kriegen wir diesen stark belasteten Durchgangsverkehr heraus und insgesamt werden wir ganz andere und viel verbesserte Wohnqualität in diesem Bereich bekommen. Wir kriegen hier ein ganz anderes Viertel insgesamt. Ich sage ja, das ist das, was sich ergänzt mit diesem Handlungskonzept. Und wir kommen in einem wunderbar gestalteten Bereich vom Bahnhof in diesen Bereich hinein. Wir müssen sicherlich diese Querung in Ordnung bringen. Und es muss so sein, dass man hier gut diese Straße queren kann. Aber man kommt dann relativ ungestört in dieses Gebiet hinein oder man geht eben über diesen Fuß- und Radweg und kommt dort heran. Die Erschließung des Gebietes wird nicht mehr von dem Punkt aus. Wir haben das Gebäude, das Eingangsgebäude hier markiert und wir würden es gerne erhalten, weil das, glaube ich, für alle Bocher, nicht nur für diejenigen, die hier gearbeitet haben, sondern für alle Bocher, wenn sich das Hauptmerkzeichen von der Reichswaldkaserne ist. Das muss nicht so kommen, aber es ist einfach mal, um eine Vorstellung, Vorstellung zu bekommen, wie es denn verwirklicht werden könnte. Ich wollte Ihnen zunächst mal einfach mal einen Überblick über diesen Plan geben. Hängt der Plan die nächsten 2 Wochen bei unserem Planungsamt aus. Ich danke Ihnen zunächst mal für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Mattelas hat es eben gesagt, wir stehen nachher zur Diskussion zur Verfügung. Aber ich möchte jetzt Herrn Professor Roland Günther bitten, seinen Teil dazu zu sagen. Dankeschön. Wenn wir mit einem kleinen Boot oder Drehboot darauf fahren können, prima, dazu streckten wir das Becken. Und dann machten wir den Weg mit dem Boot interessant. Wir gestalteten in und am Wasser
eine Anzahl unterschiedlicher Situationen. Und so wird das Wasser nun zu einem spannenden Wasserweg. Wir rudern zu einem Platz, der ins Wasser hineinragt. Ein bisschen erinnert er an Venedig. Wir sehen alte und junge Bäume. Wir sehen es jetzt hier, ne? Ist das unsichtbar? Eine schmale Brücke mit einer interessanten Konstruktion kreuzt das Wasser. Links kommen wir zu einer kleinen Einbuchtung. Dies ist ein kleiner Wasserplatz. Dahinter liegt ein Baumplatz. Man könnte anlegen und aussteigen. Aber jetzt nicht. Wir steuern auf die zweite Insel zu. Dieses Mal legen wir ab. Nur kurz. Im Nordosten sehen wir eine grüne Wiese, die sich verengt. Und dahinter ahnen wir eine breite Wiese, den Gocher Rathau. Wiederum verbinden schmale Brückenkonstruktionen die Ufer. Ihr Weg führt über die Insel. Dann schiebt sich das Ende einer Allee ein bisschen in den See hinein. Wir fahren noch etwas weiter. Die Wasserfläche wird schmaler und dann biegt sie um. Am Ufer steht ein altes Gebäude, eins von der Bundeswehr benutzt, ein Café. Nun mag der Wasserweg vielleicht der interessanteste sein, aber er ist nicht der normale und nicht der alltägliche Weg. Setzen wir unseren Spaziergang also nochmal an. Dies hat schon immer eine Faszination. Dieser Weg führt um den See herum. An diesem Weg gibt es vier interessante, dreieckige Bundesszenerien, auch zur Nachbarschaftsbildung. Das sind diese hier. Das sind diese hier, nicht? Da müssen Sie sich vorstellen, dass sich da sofort ein Nachbarschaftsgefüge herauskristallisiert. Bürger der Stadt und Freunde von Koch haben im Bodenplatten ihre Fußboden verhängt. Vier poetische Orte sind den Partnerstädten von Koch gewidmet, mit Stelen und Tafeln. Mehrere große Schnecken symbolisieren eine Aufforderung zur Langsamkeit, zum Inneren, zum gleichzeitigen Vor- und Zurückblicken. Langsamkeit ist eine wichtige existenzielle Erlebnisweise. Das ist einzigartig, nicht nur am Niederrhein, sondern auch weit darüber hinaus. Hinzu kommt eine weitere einzigartige Dimension, das Poetische. Es gibt sie bislang ganz selten. Ich kenne nur zwei Beispiele. La Villette bei Paris und das Bernabelli von Turin Verba in Italien. Bei dieses Quartier den Verkehr dort nicht disponiert, wo er hingehört, und dadurch weiterhin Bereiche zulässt, die ungefährlich und ruhig sind, können die Familien ihre Kinder nachmittags nach draußen schicken, in ein ganz ungewöhnlich kinderfreundliches Areal. Von so etwas erzählen die Urgroßeltern seither, ist es weithin verschwunden. Und eine Seltenheit. In einem Bereich wie hier können sich Kinder in komplexen Erleben entwickeln. Es wird ihr Leben lang der Traum von der Erde bleiben, auch im Alter. Und damit werden die Alten in einem solchen Terrain einer guten Kindheit begegnen, auch wenn sie ihnen anderswo versagt wurden. Das Projekt war vor einigen Jahren gestartet mit einer Perspektive für Koch. Es sollte mehr Werte für die Stadt entwickeln, um Koch attraktiv zu machen, unter mehreren Aspekten. Ein solches Quartier besitzt Anregungen und Möglichkeiten, die sie keine Großstadt bieten kann. Individuelle und gemeinschaftsorientierte Lebensqualität in Fülle. Und gleich dürfen Sie uns natürlich weitere Fragen, denn vieles haben wir nicht gesagt, konnte man auch so nicht. Viel steckt auch nicht in den Plan. Der Plan ist ja auch beim Kundenplan und daraus muss dann eine ganze Menge folgen. Und wenn man diesen
gemacht, muss da auch eine Menge Schönheit folgen. Und was das ist, das müssen wir erarbeiten. Jetzt wird an die Förmliche Bürgerbeteiligung übrigens morgen und bis zum 16. Juni dann in den Räumen der Stadtplanung. Gibt es den Plan mit allen Informationen? Sie haben dann nochmal Gelegenheit, sich zu äußern. Und dann werden Sie natürlich durch uns weiter informieren, wenn es weitergeht, wenn einzelne Stadtteile dann in Form des Bürgerbeteiligungsplans aufgelegt werden. So viel zum Prozedere. Jetzt wirklich vielen Dank, wir sind da. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal.